Guten Tag, ich bin der Günther Matuschek und irgendwie sieht das hier schon wieder aus wie Sau. Wer hat denn hier die Pakete hingeschmissen? Mann, oh. Kommst hier rein? Hast du Pakete vor der Tür? Ja, das kommt, weil wir hier umgebaut haben. Wir haben den Laden wieder vergrößert, ihr Lieben. Ja, ich krieg halt den Hals nicht voll. Ich hätte auch den Laden zulassen können. Die Option gibt es ja mittlerweile auch. Aber Quatsch, jetzt hier. Wenn, dann machen wir das richtig. So. Ich klatsche die erstmal nur grob nach da hinten. Jetzt müssen wir die ganzen Trikots und alles wieder zusammenstellen. Grüß dich! So, wir kriegen jetzt hier zwei neue Sportschuhregale dran. Einmal hier. Und dann noch eins da dran. So. Surai, grüß dich. Steh nicht im Wann, mach dich nützlich oder geh. Einmal mit Profis hier. So, ich mache aber jetzt erst nicht, was sollen die Kunden denken. Ganz wichtig, den Boden. Und die Wände. So. Fertig. Das sieht doch schon gut aus. So, wie weit können wir denn hier noch rüber? Ah, lassen wir das mal besser so. So, dann alles wieder hier auspacken. Ich hoffe, der Laden läuft von alleine. Und dann müssen wir die Trikots wieder zuordnen. Hier unser schönes... Oh, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Excuse me. Excuse me. Weiter geht's. Ja, und Leute. Heute ist schon Dienstag. Aber irgendwie nimmt die Woche kein Ende, oder? Ja, aber dafür, Leute. Heute starten wir in die neue Streamwoche. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben auf Twitch, haben sich ab dieser Woche meine Streaming-Zeiten geändert. Sonst habe ich ja immer dienstags mittwochs gestreamt. Ja, also am Dienstag ändert sich nichts. Jetzt ist es aber dienstags, donnerstags immer auf Twitch. Ja, dienstags, donnerstags. Wochenende natürlich auch, aber ich rede jetzt von in der Woche. An dem Wochenende hat sich nichts geändert. Dienstag und donnerstags sind meine Streamtage. Das heißt heute. Also je nachdem, wann ihr jetzt zuschaut. Ich werde, denke ich mal, heute zwischen 18 und 19 Uhr live gehen, ihr Lieben. Es sind jetzt schon einige. Macht mich richtig stolz. Finde ich cool, die von hier von der YouTube-Community rübergekommen sind. Finde ich toll. Finde ich wirklich klasse. Das freut mich wirklich sehr. Herzlich willkommen, ja. So. Irgendwie gefällt mir das hier nicht so. Sieht irgendwie komisch aus, oder? Hey, can you help me? Also, kommt gerne mal vorbei. Sagt hallo, ich bin der Typ von YouTube. So. Das müsste ein bisschen enger zusammen, oder? Aber ich packe jetzt erstmal schon mal hier die Sachen da drauf. So, neue Sportschuhe. Das waren einmal... Thanks. Eins. Ach, weißt du was, ich gehe jetzt hier so durch. Ich mache das ja eh quasi neu, ne? Nee, mache ich nicht. Hey, got a second? Welche sind denn das? Jetzt habe ich welche doppelt? Nee, ich habe die noch gar nicht ausgepackt, ich dödel. Oder die sind noch gar nicht alle ausgepackt. Ugh. So, wir machen jetzt hier die Trikots. Hi. Spare 2 seconds. Rotes Trikot. Welche Hose hatten wir dabei? Die rote Hose. So. Hey, can you help me? Jetzt müssen wir echt gucken. So, nächste Trikot. Das hier, das AS Rom oder was das ist. Dafür haben wir auch eine passende Hose. Hier. Und die AS Rom Hose. Dann Frankfurt. Da haben wir auch eine Frankfurter Hose zu. Da machen wir hier diese schwarze, glaube ich, hatten wir dabei, ne? Gucken wir gleich mal nach. Wichtig ist, dass ich von jedem hier... Kann ja manches auch doppelt belegen. Aber dass alles auch verteilt ist. Dann die Dortmunder Bux.
Trikot und Wuchse. Fast auch. Dann das Grüne. Dazu haben wir auch eine fassende Hose, ne? Eine passende. Das hier hatten wir, glaube ich, dabei gepackt. Ob der jetzt so passt, ist egal. Aber so zumindest so grob, dass wir hier auf jeden Fall das so haben. Juve. Welche weiße hatten wir bei Juve? Die hier, ne? Ja, denke ich mal. Können ja immer noch umpacken. So, nach Juve. Welches Trikot kam da? Das rote. So, wir haben bei dem einen roten hatten wir die Hose. Dann packen wir jetzt... Nee, warte mal. Welche hatten wir da? Rot mit weißen Streifen. Dann machen wir hier weiß mit roten Streifen. Thanks. Hey. So, weiß. Da hatten wir dann jetzt hier von der Hose her... Packen wir dann das dabei, ne? Dann, nächste Trikot. Schwarz. Da haben wir dann von der Hose... Machen wir auch die dabei. Wir können die ja doppelt nehmen. Ist ja egal. So, schwarz. Blau. Und für Blau haben wir... Dann nehmen wir die. Hey, can you help me? Nächste. Hey. Haben wir nicht das Grüne schon? Nee, das Grüne. Hatten wir nicht. Hatten wir nicht immer, weil... da fehlt doch auch noch was. Thank you. Und was ist mit den Hosen? Thank you. Es fehlt jetzt auch noch sowieso... Es fehlt jetzt sowieso auch noch was, ne? Aber das ist ja halt meine Sportabteilung. Die will ich halt... Hey, have a minute. Warte mal, wir haben ja jetzt hier noch genug Platz. So. Das ist ja auch mehr sportlich. Das heißt hier, das kommt noch so dabei. Diese Sporthosen. Dann packen wir... Das auch noch da hierbei. Hier hin. So. Thank you. Ups, entschuldigt bitte, ich müsste hier nochmal kurz operieren. So, dann haben wir jetzt noch mehr Platz für mehr Hosen. Hey, have a minute. Hey, have a minute. So. Wartet mal eben. Das kriege ich doch hier noch weiter rüber, oder? Das bekomme ich doch hier. Javin, was ist da los? Was wird das denn hier bei euch? Hey, can you help me? Was haben wir denn? Welches Trikot haben wir jetzt noch nicht? Wie hier. Das Damentrikot haben wir noch nicht. So, welche kurzen Hosen haben wir? Wir haben das. Die haben wir auch noch nicht hier, ne? Ansonsten haben wir alle. Die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir jetzt. Die haben wir, die haben wir. Die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Trikots haben wir auch alle. Ich packe hier auch nochmal blaue Trikots mit bei. Zu der Hose und Arschlecken. Excuse me. Excuse me. Excuse me. So, dann können wir hier... Closing Time schon wieder. Ich gehe kaputt. So, ich hoffe, die haben alle Kartons ausgepackt. Thank you. Ja, so, die haben hier noch, glaube ich, gefehlt, ne? Die sind doch auch nicht hier, oder? Nein. Ich will da nichts doppelt haben. So, und welche hatten wir noch? Welche jetzt hier? Sag mal, haben die nicht alles ausgepackt? Oder bin ich gerade blind? Meine Tür ist weg! Uff! Scheiße! Wieso ist denn die Tür weg? Ich war doch gar nicht mehr da dran. Oh nein, kein Wunder, dass keine Ware... Aber wieso ist ein Teil der Ware denn gekommen? Hä? Wie geht das denn?
Jetzt muss ich aber mal ganz schnell groß hier. Warte mal. Wie kann das denn sein? Und wieso kriege ich da keine mehr hin? Scheiße. Hä? Wieso geht da jetzt keine Tür mehr hin? Aber die Frage ist, warum war sie weg? Das ist aber eigentümlich, Leute. Jetzt muss ich aber ganz schnell da wieder hin. So. Mein Guter. Ich muss jetzt ganz schnell wieder in den Laden, Leute. So, Surai. Misael. Ein ganz Misael. So, hier. Dann schauen wir mal schnell nach. Register. Christentag frei. Tag frei, Tag frei. So. Restocking. Du kriegst einen Tag frei. Ihr anderen seid dabei. Tag frei. Wie viele sind krank? Alle gut drauf. Tag frei. So. Ja, super. Bestellungen. Das ist natürlich jetzt mega ultra kacke. Ich hoffe, das ist jetzt alles da, das Zeug. Ich weiß jetzt nicht. Ah, der müsste, der kommt aber mit den Paketen dann nochmal wieder, ne? Ja, jetzt habe ich aber... Eigentlich müssten alle da... Ich habe ja die bestellt. Die hatten wir vorher schon. Dann habe ich jetzt die glänzenden noch... 1, 2, 3, 4. Ne, da fehlen die alle. Habe ich das Geld wiedergekriegt? Ich hatte doch Schuhe, hatte ich... Die vier hatte ich doch auch noch bestellt, ne? Oder hatte ich die noch gar nicht bestellt? Hatte ich die etwa noch gar nicht bestellt? 10, 10, 10, 10. Ich bin jetzt komplett durcheinander. So, ich mache nochmal eben schnell Bestellungen. 10. Ach, hier hätte ich auch eigentlich gar nicht bestellen müssen. Nur wo es wirklich nötig ist jetzt eben hier. Oh, hier. Von den beiden auf jeden Fall 10. Die Alu-Dinger rennen immer super. Das passt. Hose. Hier kommen von den ganzen Trainingsklamotten jeweils nochmal 10. Also Jogginghosen oder was das da ist. Nicht 110. So. Hier auch noch jeweils 10. 10, 10, 10, 10. So, kurze Hosen. Schaut alles gut aus. Hier können wir nochmal. Nochmal 5. So, Shoes. Ach komm, lass Computer lassen. Mäusken. Auch gut. Kaufen. Lockout. Ich bin jetzt so sorry. Ich muss jetzt hier mal eben. Wir müssen auf jeden Fall den nächsten Tag jetzt hier starten. Okay. Die Tür ist wieder da. Ich kann ja hier alles noch so ein bisschen rüberschieben auch mal. Damit wir da auch mehr Platz haben. Ich stelle hier mal was anderes hin. Die Exklusivitätenschuhe sollen ja auch nicht so weit da hinten stehen. So. Das sieht ja, diese Sportabteilung sieht doch eigentlich ganz gut aus hier, ne? So, hier die Schuhe noch. Ich werde halt irgendwie noch mehr irgendwie... Das sind hier die normalen Schuhe. Das ist die ganze Sportschuhabteilung. Ich weiß noch nicht, wie ich das alles so aufteilen soll. Noch, das wird sowieso irgendwann, wenn der Laden, wenn wir alles haben, mal komplett anders aufgeteilt. Aber das hier würde ich sagen... Kann man das, das drehe ich mal. Da haben wir hier, finde ich, irgendwie, glaube ich... Ein bisschen angenehmer. Ich hoffe nicht, dass das hier zu eng irgendwie ist. Wir können ja aber auch eine, warte mal, oder eine zweite Reihe machen. Damit das nicht so gequetscht aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? So.
Dann hier im Wechsel. Dann kommt jetzt hier der hin. So, ein bisschen aufgelockerter, damit das hier nicht aussieht wie bei... Weiß ich nicht. Thanks. So, das sieht besser aus. So, ich gehe da mal eben kurz ins Lager. Haben wir genug Platz? Ich denke. Aber ich werde trotzdem jetzt nochmal schon mal wieder ein neues... Geld ist ja da. 20.000 nochmal so ein großes Ding schon mal hier holen wieder. Schon mal wieder 180 Kapazität dazu geholt. Und dann hier mal mithelfen beim Auspacken. Boah, mich wurmt das echt jetzt, dass beim letzten Mal die Tür zu war, ne? Ich hoffe, da ist jetzt irgendwie nichts verloren gegangen oder so. So, Stephanie, ich danke dir, meine Liebe. So, hier helfen wir mit. Restocking läuft. Da ist auch alles. So, PCs auffüllen. Boah, hier der Alu-Merch und Dingens hier ist ja alles, So, müssen eben mal unseren Restocking-Leuten unter die Arme greifen, dass das hier auch was wird. Oh, die Gaming-Mäuse, alles weg. Ja, wir brauchen wirklich noch locker zwei Leute für Restocking. Guckt euch das mal an, wie leergefegt hier. Da war, ach du Heiland. Gut, ich habe mich jetzt aber auch lange nicht drum gekümmert. So, hier sieht alles gut aus. Hier mal wieder auffüllen. Okay. Ach komm, wir haben schon lange keine Beratung mehr gemacht. Hier, da kauft ihr... Da hinten sind hier mein Guter. So, hier. Kauft das. Thanks. Na guck, siehst du, der freut sich. Haben wir alles gemacht. Hi, spare 2 seconds. So, welche Fußballschuhe haben wir jetzt hier noch nicht im Regal? Die vier sind das nämlich. Thanks. So, dann müsste das jetzt eigentlich passen. Ich hoffe, ich habe da nichts vergessen. Unsere Exklusivtreter. Ich hoffe, die verkaufen sich auch mal so ein bisschen hier. So, unsere unifarbenen, ne? Hey, unsere Lockangebote hier quasi. Warte mal, das locker ich mal hier auch noch so ein bisschen auf. Mal ein bisschen was für die Optik wieder tun. So, hier rüber. Hier rüber. Ja, das sieht besser aus. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Gefällt mir optisch ganz gut. Das gefällt mir optisch ganz gut, was wir hier haben. Alter, die gehen ja weg, die Dinger hier. Schmahamas. Schmahamas laufen auf jeden Fall hier. Ich weiß gar nicht, ob wir Computer noch in der Werbung drin haben. So, auf jeden Fall läuft das. Oh, schon wieder 138.000, Leute. 138.000 Dollar, lalala. So. Das sieht gut aus. Dann können wir hier auch noch was hinstellen. Wir können das immer noch weiter erweitern. Unser Dingens hier. So, Sale. Guck mal, wir sind mehr als genug im Sale. Das können wir wirklich noch zwei, drei Mann einstellen. Dann haben wir für einen Sale genug für zwei Schichten. Register brauchen wir auch nur noch zwei, drei Leute. Dann haben wir dort auch genug Leute für zwei Schichten. Und dann lassen wir die auch, damit die nicht so überarbeitet kommen, dann lassen wir so, dann machen wir 10 Stunden auf oder... 12, dann lassen wir die 6 Stunden kommen oder so, irgendwie so. So, jetzt will ich mal hier gucken, wie das mit dem Marketing läuft. Justice, komm mal her. Ich kapiere das hier nicht. Muss ich jetzt hier... Total Comments. Ich mache jetzt hier einfach mal was rein. Das ist jetzt für wen? Marketing für... Ich glaube, warte mal. Nee. Hi. Wieso kriege ich jetzt nicht mehr... Thanks. Fängen Sie hier? Students. Hey. Students. Machen wir hier. Technical. Hey, possible of Reader. Also.
Hey, have a minute. Aha. So, machen wir jetzt Post-Message. Add to task. So. Hey, can you help me? So. Weiß ich, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, der macht jetzt irgendwie was. So. Ich habe mich aber auch nicht mit dem Marketing beschäftigt, Leute. Das müsste ich eventuell auf jeden Fall mal machen. Damit ich hier noch... Oh, die werden gerade gut beraten. Hier ist aber noch nicht richtig... Ich mag dieses Regal hier ehrlich gesagt nicht. Ich will da mal ein weißes haben. Ich kann die Schuhe hier nicht erkennen. So, das waren die vier. Ich packe das jetzt mal ein. So, entschuldigen Sie bitte. Ich verkaufe hier eben dieses Regal. Und kauf hier ein neues Schuhregal. Und zwar hätte ich das hier nämlich gerne dann doch auch in der Farbe. Ich kann das hier besser erkennen an der Wand. Das waren jetzt diese Schuhe hier. So, sofort wieder für Sie im Verkauf. So. Gefällt mir besser. Weil ich erkenne das auf diesem schwarzen Hintergrund bei diesen Schuhen irgendwie nie. Deswegen finde ich das so angenehmer. Alter Falter. So, aber läuft das hier? Drei Kassen reichen, glaube ich, auf jeden Fall noch locker aus. Excuse me. Das läuft... Alter Falter. Restocking, 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 Restocking. Wir brauchen sowas von Restocking, Leute. Definitiv. Das ist der Wahnsinn. Die rennen mir hier die Bude ein. Aber gut, einer ist auch, glaube ich, krank. Wir sind hier eh nur zu dritt, beziehungsweise zu viert. Ich bin ja auch so eine halbe Restocking-Kraft. So. Ja, Sales läuft. Da geht eigentlich immer irgendwo einer hin. Da muss keiner lange warten. So. Zachary, neben dir steht eine, mein Junge. Closing time. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, komm, dann helfen wir eben hier mit so ein paar Kleinigkeiten noch auffüllen. So. Alter, 176.000. So lange wird das. So langsam wird das hier was, ne? So, und wir lassen auch auf jeden Fall diesen Aufenthaltsraum in der Mitte. Ich mag das hier so, dieses Verwinkelte. Ich bin nur überlegen, ob ich das hier vielleicht noch schwatt mache und das hier weiß auch, also die Wände schwarz, so wie hier. Weil ich habe ja immer so das Prinzip, dass diese Wände an den Seiten schwarz sind. Das haben wir hier, das haben wir da und auch hier zum Staff Room. Ja. Und die von vorne, damit das ein bisschen freundlicher nach hinten auch wirkt, heller. Mal schauen. So. Füllen wir hier nochmal schnell auf. So langsam kommen wir vor. Alter, dieser Alo-Merch ist der Knaller. Warten wir erstmal ab, bis unser Merch im Laden ist, ne? Ich hoffe, das Update kommt schnell. So, ihr Lieben, ich bedanke mich, ja. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommi in die Kommentare rein. Und ja, wie gesagt, ich würde freuen. Würde mich freuen, wenn ihr heute, also wenn ihr denn heute auf den Dienstag schaut, direkt am Release von dieser Folge, wenn ihr jetzt noch in meinem Stream reinschaut. No, ich bin so zwischen 18 und 19 Uhr auf jeden Fall live auf Twitch, twitch.tv/povi. So, also, macht's gut, ihr Lieben. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Haut da rein. Tschüss.